Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß 2. Wir wollten hier jetzt Artis Arena angehen, die wunderschön aussieht. Du bist gewiss ganz erschöpft davon, die überfüllten Straßen von Stratos City nach Team Plasma und den Arenaleitern zu durchkämpfen, wie? Daher möchte ich dir das hier geben. Melanie hält das Item Tafelwasser. In dieser Stadt dreht sich im wahrsten Sinne des Wortes alles um Kokons. Man begibt sich nämlich in das Innere eines Kokons und folgt den Fäden nach oben, bis man letztlich zu Arti gelangt. Und man wird hier eingesaugt. Dann kommt man hier nach da oben. Ah ja, genau. Ist weder die rechte Zeit noch der rechte Ort, weil ich schon wieder die falsche Taste drücke. Gut, Ratte ist immer noch vorne, aber Ratte ist schon Level 17. Ich glaube, ich gebe Rio mal den EP-Teiler. Denn hier so in der Arena wird er, glaube ich, nicht so viel zum Zug kommen. Kämpfen wir mal gegen diesen Clown. Oh, da hinten ist ja auch noch ein Clown. Wir werden natürlich hier gegen alle Gegner kämpfen. Diese Arena... Nee, Moment. Diese Arena übte eine ganz merkwürdige Faszination auf mich aus. Auf dich auch? So ganz freudig, ne? Eine Herausforderung von Caspar Thelonious. Strawickel wird von Caspar Thelonious in den Kampf geschickt. Oh, das sind sogar Level 20. Hätte ich vielleicht doch ein bisschen trainieren sollen. Nee. Ich krieg das schon hin. Ich meine, guckt euch mal an, wie gut das hier schon funktioniert. Rex macht das sehr gut. Ja, du bist ein gutes Hündchen. Rex, du bist ein gutes Hündchen. Strawickel wurde besiegt. Noch ein Strawickel. Ach komm, Rex, du schaffst das. Brava, Rex. Ja, benutzt Glut. Ja, besieg Strawickel in einem Schlag. Hast du gut gemacht, Rex. Und Rio ist schon Level 16. Dein Charme steht dieser Arena nichts nach. Tja, so haben wir es schon geschafft. Schon fast zu einfach. So, ich glaube, hier oben war ein Eingang. Nein. Ah, hier macht einer einen Eingang auf. Wer kommt aus dem Kokon gesprungen? Ich! So, und deshalb musst du nun gegen mich kämpfen. Ich weiß nicht, also irgendwie kann ich so einen Clown nicht gut nachmachen. Eine Herausforderung von Caspar Filippo. Los, Rex! Machst das Vadribie doch jetzt hier fertig. Boah, ich weiß noch, wie nervig die in Diamond und Pearl zu fangen waren. Musste erstmal Honig suchen. Dann musste man sich einen Baum suchen und Honig an den Baum setzen und dann hoffen, dass man einen Vadribie kriegt. Und wenn man dann noch einen Vespik... Doch, hieß es Vespik-Fan? Ne, Horn war es, glaube ich, auf Deutsch. Vespik-Fan war, glaube ich, die englische Variante. Um dann das noch zu kriegen... Oh, es gibt weniger XP. Ein Polycorn. Oh, Moment, das war bloß so ein langweiliger Korn, glaube ich. Oh nein, das war Polycorn. Ich habe gerade wieder so ein... Ach genau, Panekorn oder so gedacht. Oh, das hat doch eine ganz schön hohe Abwehr. Egal, ich glaube, Käferattacken sind nicht so effektiv gegen. Das greift aber auch sehr gut an. Und jetzt nimmt es auch noch Schutzschild. Du bist Polycorn. Egal, ein Angriff. Polycorn liegt. Ja. Polycorn wurde besiegt. Rexel, 520 Erfahrung. Oh, es gibt gute Erfahrungspunkte. Rio erreicht Level 17. Und wir haben Filippo besiegt. Ganz recht. Ich habe im Kokon ein Nickerchen gemacht. Wer sich versteckt, verliert seinen Kampfgeist. So, da habe ich jetzt gerade die Idee. Pip, du bist jetzt so auf Level 17 angekommen. Ich gebe den jetzt Rex, dem EP-Teiler. Warum? Weil ich Rex noch ein bisschen trainieren will, wegen dem Arena-Kampf. Aber ich jetzt noch nicht zurück zum Pokémon-Center will. Wie ich sonst eigentlich tun würde. Oh ja, genau, da gehen wir nach unten. Ich hätte mal dem Strahl folgen sollen. So, dann kämpfen wir jetzt gegen ihn. Du glaubst doch, du glaubst, du kommst hier durch? Ha, von wegen, ich versperre dir den Weg und damit hat es sich. Wie
Nett. Eine Herausforderung von Kaspar Tessois. Heißt die alle irgendwie so mit T? Nee, warte, der eine ist Filippo. Auch ein doofer Name. Filippo. Oder Filippio? Der hat einen doofen Namen. Ratte setzt Windschnitt ein. Strafwickel setzt Fadenschuss ein. Oh nein, Ratte wird langsamer. Das ist doof. Ist doof, wenn Ratte langsamer wird. Seht ihr, jetzt ist es sogar schon langsamer als ein Strafwickel. Jetzt wird es noch langsamer. Ich müsste gleich Ratte mal austauschen. Irgendein anderes Pokémon. Aber leider hat Rex nicht so viel Leben. Ein Litomid. Litomid war Gesteinkäfer. Ha. Ich versuch's einfach mal mit Pip. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Wasser wirklich schwach gegen Käfer war. Weil irgendwie denke ich das immer wegen Pflanze. Was muss ja, glaube ich, nicht unbedingt sein. Versuchen wir mal. Pip, Keilklinge. Nö, klappt super. Katapult. Nochmal Keilklinge, dann sollte es erledigt sein. Sollte ich mir merken, gegen Litomid kann ich auch Pip einsetzen. Und warum habe ich eigentlich die Pokémon ausgetauscht? Ich hätte doch einfach weiter mit Ratte kämpfen können. Ja, aber Ratte war ja arschlang. Und jetzt, da ich das ausgetauscht habe, ist es wieder normal schnell. So einfach geht das. Man muss nur verstehen, wie Pokémon funktioniert. Und jetzt nochmal Windschnitt. Ich verstehe immer noch nicht, warum das normalen Schaden bei ihm macht. Ich verstehe es nicht. Sag mal, ist Ratte in diesem Kampf oder im letzten Kampf Level 17 geworden? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich bin irgendwie der Meinung, mit Level 17 entwickelt sich das auch. Oder was, noch 21? Doch, ich habe von den meisten Pokémon nicht mehr im Kopf, wann die sich entwickeln. Naja, gucken wir mal. Nicht doch, bist du doch so stark? Okay, war dann doch wahrscheinlich mit 21. Oh, verdammt, ich komme hier nicht mehr raus. Jupp, ich komme hier nicht mehr raus. Dafür muss ich wieder nach oben. Ich wollte mich jetzt zurück zum Pokémon Center. Warum? Weil meine Pokémon doch schon langsam angeschlagen sind. Und ich auch endlich wieder Rex vernünftig in den Kampf schicken will. Denn Rex ist unser Rex. Und der wird natürlich den Tag retten. Er ist wie die Powerpuff Girls. Außerdem wollte ich nochmal Stratos City bei Nacht begutachten. Sieht die Stadt nicht hübsch aus? Oh, ich fahre die ganze Zeit gegen ein Schild in der Nacht. Ich bin blind in der Nacht. Blind. Gut, dann gehen wir hier hin und regenerieren unsere Pokémon. Ja. Und dann kämpfen wir weiter in der Arena. Ja, so spiele ich nun mal Pokémon. Wenn ihr halt Let's Plays gucken wollt, wo die Leute nicht ständig zum Pokémon Center hinrennen. Who cares? Ihr könnt natürlich auch einen Nuts-Vlog machen. Ansatzweise finde ich das ja interessant, aber wiederum, irgendwie hätte ich auch keine Lust, dann immer meine Pokémon freizulassen. Ist natürlich dann irgendwo ein Reiz, dass es schwerer ist, aber irgendwie mag ich meine Pokémon. Zumal ich persönlich ein Riesenfan von Opferstrategien bin, da müsste ich durchgehend Pokémon freilassen. Oh, wir gehen mal hier rein. Oh, dann kommen wir einfach nur nach da oben. Gut zu wissen. Nebenbei, ich wollte eigentlich mal speichern. Warum? Weil ich Angst habe, dass vielleicht irgendwann mal was abstürzt. Ja, letzte Speicherung ist schon wieder was her. Ihr seht jetzt auch gerade den Tag, wann ich das hier mache. Schon sehr lange her. Ich veröffentliche das irgendwie viel zu langsam. Aber wie gesagt, wie ich schon in meinen anderen Let's Plays immer sage... Also, Star Wars The Old Republic und SimCity, genau, so hieß das andere. Da werde ich einfach demnächst nicht genug Zeit haben und deswegen will ich hier nicht so viel raushauen, weil ich euch ja kontinuierlich Let's Plays bringen will, ne? Ist klar, ne? So, hier oben ist noch ein Trainer. Da
Bald stehst du Arti gegenüber, aber erst musst du noch an mir vorbei. Juhu! It's me, Mario! Okay, ich weiß auch nicht, ob ich so nach Mario komme. Eine Herausforderung von Tiberius. Okay, wir haben alle echt doofe Namen. Oh, ein Litomid. Da könnte ich sogar Pippa ansetzen. Oh, Moment, ich habe gerade vergessen, wieder auf Rex zu wechseln. Dafür war ich doch erst im Pokémon Center. Das habe ich auch vergessen. Flug-Pokémon und Gesteinsattacken. Nein, nicht Trio. Pip will ich hier haben. Ja, Flug-Pokémon und Gesteinsattacken, die waren nicht ganz so gut. Merken, gegen Litomid nicht Ratte einsetzen. Gegen Litomid entweder Fukano, also Rex, oder Pip einsetzen. Aber nicht Ratte. Nicht Ratte, aber dafür Pip. Denn wie ihr seht, Pip ist hier sehr gut und die Verteidigung sinkt. Das heißt, Pip kann noch besser treffen. Jetzt versucht das nochmal mit Katapult. Das ist sehr effektiv und Litomid wurde besiegt. Pip erhält 114 EP. Ratte erhält so viel und Rex kriegt natürlich so viel, weil nämlich das... Oh, Rex kann Flammenrad lernen. Ja, Flammenrad war eine physische Attacke, das ist super. Schnüffler, weil ich werde ihm nicht so viele Normalattacken beibringen, also muss ich nicht mit Normalattacken treffen. Ein Folikon. Komm, Rex, mit deiner neuen Stärke machst du das Folikon fertig. Vielleicht soll ich den EP-Taler doch lieber Marty geben. Also Blacky. Das kann auch. Das Folikon setzt diesen scheiß Schutzschild ein. Egal. So, los, jetzt treffen wir. Setzt wieder Schutzschild ein. Und es trifft auch noch. Es trifft auch noch. Mann, verdammt. Okay, aber diesmal. Diesmal treffen wir. Ja, endlich. Und Rex wird dich komplett erledigen. Mit einem Mal. Okay, oder auch nicht. Oder auch nicht. Aber jetzt werden wir dich erledigen. Und da setze ich, glaube ich, sogar mal Glut für ein. Schutzschild. Nerv. Ja. So, jetzt aber Glut. Geht doch. Jetzt überlebt es noch, nur mich zu ärgern. Besiegt. Dein Kampfstil ist pure Kunst, genau wie bei Arti. Gut, Fukano ist schon fast Level 18 und das möchte ich doch noch irgendwie, weil ich den noch sehr stark... Okay, okay. Ich glaube, ich habe genug Tränke. Ich habe, glaube ich, wirklich genug Tränke. 9 Stück. Okay, ich sollte mal wieder ein paar neue kaufen. Aber ich werde jetzt mal ein bisschen Ratte heilen. Moment, wir kommen von da hinten. Gehen wir hier hoch. Oh, da lande ich da hinten. Oh, cool, da hätte ich dem ausweichen können. Jetzt sag nicht, wir sind schon am Ende. Doch, wir sind bei Arti. Okay, dann gehen wir hier runter, damit wir nochmal unsere Pokémon voll durchheilen können. Um dann noch... Ja doch, ich glaube, wir werden in diesem Part noch Arti versuchen. Betonung liegt auf Versuchen. Ich werde höchstwahrscheinlich wieder verkacken. Weil ich meine Pokémon jetzt gerade nicht so viel Lust hatte, sie zu trainieren. Und ich gerade echt nicht den blassen Schimmer habe, welche Pokémon Arti als erstes raushauen wird. Wahrscheinlich irgendwie sowas Gemeines wie Litomid. Und dann habe ich irgendwie meinen Rex draußen. Wobei, irgendein Käfer-Pokémon, was schwach... Oh, ne, Moment, dann nehme ich meinen Rex draußen, das ist dann kein Problem. Ich weiß aber gar nicht, was Arti sonst noch hat. Ah. Ach, nein, ich will nicht nochmal meine Pokémon heilen. Nein! Ah, Hilfe! So, ich kaufe auf jeden Fall noch ein paar Tränke. Wer weiß, ob ich die noch brauche.
Better safe than sorry, wie ich ja immer sage. Ich kaufe nochmal 5 Stück. Und fürs restliche Geld kaufe ich mir Superbälle. Warum kaufe ich mir noch für das restliche Geld Superbälle? Naja, wenn ich verkacke, verliere ich weniger Geld. Warum verliere ich weniger Geld? Ich verliere einen Prozentsatz Geld, wenn ich einen Trainerkampf verliere. Und dann ist es ja nun mal so, wenn ich sowieso kein Geld habe, verliere ich weniger Geld. Und das ist dann natürlich klug, vor allem Kampf, wo man sich nicht sicher ist, ob man es schafft, all sein Geld auszugeben. Weil dann kann man gleichzeitig seine Pokémon sind trainiert und so hat man weniger Malus. So hat man das Pokémon-Spiel ein bisschen ausgehebelt. Kann ich jetzt einfach nach da oben? Jupp. Kann ich mir den ganzen Weg sparen. So, wir speichern jetzt nochmal vorsichtshalber. Einfach nur, falls irgendwas schief geht. Ich habe keine Lust, das nochmal zu machen. Ich setze auf jeden Fall jetzt noch Rex nach vorne, wenn ich dran denke. Wenn ich dran denke, kommt Rexy noch nach vorne. Rexy Baby. Und ihm nehme ich sein Item weg. Dafür gebe ich Blacky das Item. Blacky kriegt EP-Teiler. Was macht denn der Krummlöffel? Ach Moment, Krummlöffel war für Psycho-Attacken. Ich habe ja so viele Psycho-Pokémon. So, das war wirklich saubere Arbeit. Moment. Das war wirklich saubere Arbeit vorhin in der Kanalisation. Meine Käfer-Pokémon sind übrigens schon ganz wild darauf, gegen dich zu kämpfen. Also meine Käfer-Pokémon sind echt die Besten, sind mein ganzer Stolz. Meine Käfer-Pokémon, ich bin so toll. Mein Litomit hat so süße Kulleraugen und es ist auch wirklich zäh und stark. Meine Nummer 1 ist aber das Matrifol. Besser geht's nicht. Es näht anderen Pokémon Klamotten wie eine fürsorgliche Mutter. Aber der Rest meines Teams besteht aus lauter Vorzeige-Pokémon. In diesem Sinne, lass uns kämpfen. Ich habe das Gefühl, dass er ein Litomit zuerst losschickt und somit irgendwie mit meinem Feuer-Pokémon leicht daneben bin. Ne, ein Folikorn. Gut. Nochmal Glück gehabt. Los, Rex. Rexy Baby. Mach das. Einmal Flammenra. Du wirst es zwar wahrscheinlich nicht one-hitten. Sag ich ja. Es macht Rex schwächer, aber ich denke ja danach. Wird er entweder Litomet oder Klick, der Knopf wurde gedrückt. Jetzt kommen meine Käfer-Pokémon und zeigen dir, was Sache ist. Ja, Rasierblatt wird mir jetzt nicht so viel Schaden machen. Ne, wie ihr seht. Und Folikorn ist tot. Besiegt. Nicht tot. Rex erhält 560 Erfahrungspunkte. Rex erreicht Level 18. Blacky erreicht Level 17. Jetzt schickt er seinen Litomit in den Kampf. Und dafür sind wir vorbereitet. Pip, du machst das jetzt. Litomit wurde von Arenaleiter Arti in den Kampf geschickt. Litomit setzt Katapult ein. Das wird Pip nicht allzu viel schaden, aber Kalkklinge wird Litomit schaden. Ja. Jetzt hat er noch eine geringere Verteidigung. Die nächste Kalkklinge wird er nicht erledigen. Und wow. Er ist diesmal sogar langsamer. Tja, das war's mit Litomit. Und Blacky erreicht Level 18. Und jetzt kommt das Matrifol, von dem er schon geredet hat. Dafür schicke ich erst einmal Ratte in den Kampf. Es ist gut, dass ich zwei Pokémon habe, die effektiv dagegen sind. Damit habe ich voll den Vorteil gegen Arti. Mir schwant nichts Gutes. Komme ich in die Klemme? Ich glaube schon. Zerschneider haut aber ganz schön rein. Windschnitt aber auch. Aber wir kriegen, glaube ich, nicht genug, um noch einen Zerschneider zu überleben. Komm, Ratte. Okay, Ratte ist gut. Ratte ist besiegt. So, ich schick mal, glaube ich, lieber erstmal noch Pip. Ich möchte das erstmal schwächen. Ich mache wieder meine Opferstrategie. Oh, es kann Rasierblatt. So viel zu meiner Opferstrategie. Und dann noch ein Volltreffer. Okay, Egelsamen-Strategie. Ja, die ist neu. Ich hau einfach mal Egelsamen raus. Okay.
Kukano-Strategie. Aber komm, komm, du schaffst das, Rex. Ja, gut gemacht, Rex. Und dann noch ein Volltreffer. Ich liebe dich, Rex. Die Fukano-Strategie hat funktioniert. Rex erreicht Level 19. Rex versucht Gegenschlag zu lernen, aber Rex kann maximal 4 Attacken lernen. Nur, was macht denn Gegenschlag? Richtet mehr Schaden an, wenn eigene KP niedrig liegt. Ist auf jeden Fall besser als Brüller. 1, 2 und schwupp. Rex hat Brüller vergessen und Rex erlernt Gegenschlag. Und Blacky erreicht auch Level 19. Jetzt hat es sich aufgekrabbelt. Meine Güte, du bist aber stark. Ja, bin ich. Mensch, du bist aber echt stark. Gegen einen Trainer wie dich ist es keine Schande zu verlieren. Alle Achtung. Hier, den Käferorden hast du dir redlich verdient. Sicher steht er dir super gut. Okay, ich habe jetzt gerade vergessen, die Stimme zu verstellen. Tut mir leid. Melanie hält von Artie den Käferorden. Der Käferorden steht dir ja noch viel besser als gedacht. Jetzt, da du die 3 Orden erlangt hast, gehorchen dir Pokémon bis Level 40. Und bevor ich es vergesse, das gebe ich dir ebenfalls. Melanie hält das Item TM96 Käfertrutz. Was ist ein Trutz? Käfertrutz? Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Schwächt zusätzlich noch den Spezialangriffswert des geschädigten Gegners. Auch solche vermeintlich Nichtigkeiten sind von Bedeutung. Ja. So, wir gehen hier raus, noch ins Pokémon Center. Ich habe einfach nur Angst, dass draußen ein Gespräch ist und ich da nicht irgendwie, wenn ich noch Langeweile habe, trainieren kann oder so. Und dann beenden wir auch den Part. Ist ja schon lange her. Nö, kein Gespräch. Gut, wir gehen ins Pokémon Center noch. Das will ich euch noch zeigen. Falls ihr vergesst, wie das Pokémon Center ausgesehen hat, das haben wir ja nur schon irgendwie 2-mal in diesem Part besucht. Steht die Tussi mir im Weg? Ich muss auch noch in der Kampf-AG kämpfen und so. Das mache ich im nächsten Part, die Kampf-AG. Stelle ich mich am besten auch hin, damit ich sie nicht vergesse. Denn ich mache jetzt erstmal wieder eine kleine Pause. Ich nehme nicht mal so viel Pokémon am Tag auf und trotzdem bereite ich zu viel vor. Naja. Vielen Dank, dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Hoffentlich kommst du bald wieder. Gut, ab zur Kampf-AG. Da gehe ich hier schon mal rein. So, und da oben machen wir dann im nächsten Part weiter. Also wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dann.